Wie funktioniert die Krankenkasse in der Schweiz? Wer genug Geld hat, braucht keine Versicherung. Da das nicht immer der Fall ist, muss jede Person, ob jung oder alt, eine Krankenkasse abschließen. Der Beginn der Versicherung ist die Geburt bzw. der Tag der Anmeldung in die Schweiz. Man kann sich zwar 3 Monate Zeit für die Auswahl nehmen, muss aber ab dem Tag der Anmeldung bezahlen und dies auch rückwirkend. Es gibt die gesetzliche Krankenkasse und in jedem der 26 Kantone ist die Prämie unterschiedlich. Dann gibt es die Altersgruppen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und es gibt auch die Möglichkeit, Geld zu sparen, indem man eine höhere Franchise wählt. Je höher die Jahresfranchise ist, desto niedriger wird die Jahresprämie. Es gibt die verschiedenen Modelle: Telefon, Hausarzt, Gruppenpraxis und Apotheken. Und da es über 50 Krankenkassen gibt, fällt die Auswahl nicht leicht. Die Grundversicherung sichert das Überleben, jedoch hat sie auch viele Löcher wie ein Schweizer Käse. Um diese zu schließen, gibt es passende Zusatzversicherungen. Versicherungsschutz für ambulante Behandlung, Auslandsschutz, Alternativmedizin, Prävention, Zähne, Arzt- und Spitalwahl. Durch Sonderkonditionen kann die Prämie reduziert werden. Fragen Sie unseren Krankenkassenspezialisten für Zuwanderer, Matthias Estermann von deutsch-schweiz.ch.